Zu gegebener Zeit trifft der Herald in der Schenke in Gostovia oder Ronica ein. Wenn du mit ihm sprichst, kannst du eine der herausfordernden Aufträge des Königs annehmen. Es besteht keine Verpflichtung, diese anzunehmen. Aber der erfolgreiche Abschluss einer solchen Herausforderung verbessert deine Reputation deiner Industrie und festigt die Beziehung zum König. Dann mache ich das. Und wo ist der? In Gostovia, so wie es aussieht. Gucken, ob ich den bauen kann, aber ich fürchte, da fehlt mir noch viel, viel mehr. Oh, perfekt. Das ist nur einmal. Fortschrittverkauf. Nicht zugeordnet, wie geht denn das? Wir hatten gerade nichts zu tun. Du bist aber kacke. Im Behandeln. Die Zollzöllerin. Namia ist auch kacke darin. Ein Jahr. Du bist besser im Verhandeln als die. Schön. Noch ein Haus frei. Ja, das ist eins. Ich kann noch Leute holen. Okay, wer hat die erste Quest von euch? Gesundheit. Kann ich überhaupt was helfen? Kleidung bringen. Was brauchst du denn? Google mit langer Pelzkapuze. Pferdchen, ich muss die Herald-Quest annehmen. Verarsch mich, oder? Ja, geht doch. Ich verkaufe mal noch nichts, wer weiß, was der will. Ich weiß noch, dass ich beim letzten Mal ja haufenweise Kuchen anbringen musste. Dann ist aber die Frage, woher soll ich das ganze Zeug nehmen? Denn ich kann es einfach selber noch. Ich darf es einfach noch selber nicht herstellen. Das ist ja das Hauptproblem gewesen. Ich konnte es, ich hätte es schon, aber ich durfte es halt nicht. Wegen mangelnder Technologie könnte ich jetzt die Hochzeit eventuell nicht machen. Und bis ich die Taverne freigeschaltet habe, das dauert noch lange. Vielleicht will er was ganz anderes von mir. Und auch Sachen für die Mine bräuchte ich noch lange. Gute Landwirtschaft. Gute Jagd und Gewinnung. How are you? Hail, friend. Ach, verflucht, mir fehlten. Mir fehlen Männer. Mir fehlen viele Männer. Egal, da gucken wir gleich. Da grüße ich mit Aufdruck nochmal den Seekönig. Er war der erste tapfere Mensch in diesem Tal. Wie alt ist der König eigentlich? Der König ist 40 Jahre alt. In Ordnung. Ist irgendwann mehr Held? Der König 40 Jahre alt. Ja. Ach so, zwei. Der König kennt dich oder der läuft nicht so gut. In Ordnung.
Was will der König? Der König veranstaltet eine große Hochzeitsfeier für ein Mitglied seiner Familie. Er verlangt, von all seinen Untertanen Münzen für dieses prächtige Ereignis bereitzustellen. Ich werde einige Münzen sammeln. Wunderbar, ich erwarte deine Lieferung. Wenn du nicht alles hierher tragen kannst, denke dran, dass du es auch in deinem Lager lassen kannst. Wenn du eines besitzt, diese Hölle musst du mir nur Bescheid geben, dann werde ich alles abholen. In Ordnung. Goldene Hochzeit. Ich wünsche dem Papa mir alles Gute. Greetings. Ich würde was helfen. Genau, bla bla bla. Was möchtest du denn? Die Steinaxt. Wird das helfen? Ich baue schnell das Haus da oben fertig. Für 50 Leute kriege ich auch eine Errungenschaft übrigens. 50 Leute im Dorf. Möchte ich nochmal sagen, ich muss ja bloß noch in einen Baumstamm reinklopfen und dann habe ich es ja auch wieder. Dann ist ja das nächste Haus fertig. Wenn ich mich gerade nicht irre. Dann kriege ich auch die eine unter. Bevor sie doch entscheidet, dass sie mich nicht mag. Ich habe so viele Frauen und so wenig Männer. Das sollte eigentlich kein Problem sein, aber im Spiel schon. Fällt mir ein, ich muss meiner Frau noch ein Geschenk machen. Münzen zu liefern war eigentlich tatsächlich leicht. 2-1. Noch 1400 Punkte. Nur eine Frage der Zeit. Gute Dorf hier, das mich immer mit Stein versorgt, wenn ich vorbeikomme. Muss ich jetzt nicht auch weniger Steuern zahlen? Wenn der König mich besser kennt. Bei 250 Dynastie-Reputation war jetzt auch super einfach erhalten. Oh, Moment, ist da noch einer? Ja, wollte die. So, schnell zurückreiten. Weil meine Dynastie läuft. Was ich an Reputation dazu krieg. Spätestens wenn ich dann meine erste Mine habe. Dann brauche ich auch die ganzen Leute, die ich aktuell nicht unter Dach und Fach habe. Ich muss mir aber echt merken, dass ich jetzt Männer suchen muss und nicht Frauen. So, Holzstämme.
Steine. Hier, das Leingewebe brauche ich auch nicht. Oh, der braucht gar nicht so viel. Beeilen wir uns. Bauen das Haus zu Ende. So. Kann ich, warte mal, kann ich noch eine Herald-Quest annehmen? Und da habe ich gerade wieder was geschafft. Bautechnologie brauche ich bloß noch für die automatische Reparatur quasi. Und das wird auch sehr interessant, wenn ich den habe. Ich bräuchte jetzt noch einen guten Verkäufer. Jemand, der Verhandlung 3 hat. Na? Noch ein bisschen. Zwei Steinäxte. So, Pferdchen, ich bin gleich wieder da, dann geben wir die Äxte ab, dann geben wir den ganzen Rest ab. Ich kann alles mit einmal machen. Warum wird mir der Herold noch angezeigt? Das ist ganz komisch. Ja, ja, es wird gleich richtig schwer. Ich weiß, dass du keinen Bock drauf hast, aber ist mir egal. Wenn die das Kreuz bricht, ist das nicht mein Problem. Doch, eigentlich schon. Gut, Bert. Ich komme langsam auf dich zu, ja? Ganz langsam. Hier. Sind wir schon mal ein bisschen leichter. Und hier, das sollte alles sein. Honika gibt's auch eine Quest. Ich glaube, ich gehe erstmal nach Baranica.
Geht nur, solange man noch Ausdauer hat. Bevor es fertig. Weil anscheinend buggt das so ein bisschen. Oh, das sind gleich zwei da oben. Hoffentlich nichts Nerviges. Gegen Landwirtschaftstechnologie hätte ich nichts. Und im Grunde brauche ich Bautechnologie ja auch noch. Ganz ruhig, da rechts sind Wildschweine. Die Frage ist, ob ich im Pferd dann Schafe oder Ziegen halten will. Weil eigentlich müsste ich mehr Schafe als Ziegen haben. Tatsächlich sind die wichtiger. Ich müsste zwei Pferde bauen. Aber Ziegen bringen eigentlich auch nicht so die Welt. Ist okay, da sind ja ein paar Männer. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Haben wir also Leute mit Quests. Landwirtschaft und. Hello there. Wir haben. Brauche ich eigentlich keinen mehr. Hello, stranger. Was brauchst du? Ein Holzspeer. Ah, einer von denen. Was brauchst du denn, Mädel? Hallo, Traveler. Ja. Was möchte sie? Leder und Flachs. Überlebenstechniker, danke. Ja, ich brauche mehr Männer. Ein Tutki. Hier kriege ich später auf jeden Fall Ziegen her. Ich kann auch dann gleich zwei Pferche bauen, das ist gar kein Problem. Bitte jemand mit Landwirtschaftstechnik oder Bautechnik. Beides ist mir sehr willkommen. Guck mal doch mal, was die hier so haben. Du hast doch bestimmt Flachs, oder? Du bist gut. How can I help you? So. Also ist mir egal. Was kann ich jetzt hier machen? Art der Waren, Werkzeug, Kleidungsstücke, Nahrung. Aha, okay. Wie schafft er denn am Tag zu verkaufen?
kann echt alles verkaufen. Das ist echt cool. In einem Tag kann ich so... Wie viel kann ich hier maximal verkaufen? 120 verkaufen, macht 300 Münzen. Warum eigentlich nicht? Deshalb. Produziert nur 70 am Tag. Sollte ich vielleicht nicht alles verkaufen? Sollte erstmal reichen. Leder und Leder. How can I help you? Whatever you need, I've got it. So was, ich nehme das jetzt alles. Die Halme nehme ich auch mit. Oh nee, das nehme ich vielleicht doch nicht. Ich auch nicht. See you soon. Was möchte sie? Kugel mit langer Pelzkapuze. Best goods in the valley. Gut. Have a good day. Ja, ja. Muss ich noch ein bisschen Leder auftreiben. Oh, hier findet sich schon noch bei dem Jäger was. Denke ich. Vielleicht findet sich auch noch ein Typ. How is life treating you? Mhm. Was braucht sie? Wir brauchen immer Bären. Monika, lass ich das einfach mal. Bären und Leder und Fleisch. Jetzt kriege ich noch Pilze. Pelze. Okay, geht nicht mehr. Geht doch nur im kleinen Bereich. Die eine Quest kann ich jetzt auch machen. Moment, ich habe doch eine Kugel mit langer Pelz. Oh nein. Gut. Dann kriegst du halt meine. Wasser sieht halt wieder sehr toll aus.
Nee, es ist kalt. Ihr arbeitet hoffentlich noch fleißig. Lederfleisch und Beeren. Brennholz sieht gut aus. Ich sehe gerade, wir sind ziemlich voll. Fleisch. Und Beeren. Ein paar Quests machen. Wir werden langsamer. Mal sehen, was sich hier findet. Besser als nichts. So. Bin mal gespannt, was ich bei den Sachen einsetzen muss, wenn es darum geht, bauen. Zählt bauen zur Gewinnung? Nee. Wozu zählt bauen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe offenbar eine Quest übersehen. Da lacht das Pferd. Was brauchst du? Hello. Oh, okay, kann ich machen. Da bin ich voll dafür, das ist eine meiner Lieblingsquests überhaupt. Muss ich ja nicht mal wieder abgeben, das macht sie ja so besonders toll. Ich muss einfach nur irgendwo ein paar Bäume umhauen. Das steigert wiederum meine Gewinnung. Dass ich das fertig mache mit Technologie. Das heißt, ich kann in der nächsten Aufnahme eventuell sogar schon weitergehen und sagen, hey, wir haben Schafe und Ziegen. Und ich glaube, ich möchte beides haben. Wir bloß noch Bienen und Kühe. Mit dem Zeug wirst du nicht weit kommen. Da wirst du deine Familie nicht lange satt machen können. Ganz ruhig, Pferdchen. Thank you.
So, wird doch alles gut. Ganz ruhig, Pferdchen. Ihr habt doch kein Problem damit, wenn ich euren ganzes Wäldchen hier zerstöre, oder? So, Holzstamm. Oh, ich habe ganz vergessen, dass meine Katze hier noch drin ist. Moment, ich lasse sie kurz raus. Hat bis jetzt gepennt. Wo sind wir denn jetzt in 3818? Das will ich jetzt wissen. Wahrscheinlich kriege ich einen Punkt dafür, wenn überhaupt. Zwei Punkte dafür. Okay, das ist echt gut zu wissen. Das heißt, für jeden umgehackten Baum kriege ich zwei Punkte. Dann kann ich ja echt durchstarten. Verschwindet. Blöden Schweine. Noch mal gucken, was ich aus dem ganzen Zeug mache. Ich glaube, ich werde dann einfach mal schnell ein paar Teller draus schnitzen und über Nacht wieder. Das sind jetzt aber keine. Das ist der Standbesitzer, okay. Lass die ja in Ruhe hier. Über Nacht einfach mal wieder Suppen herstellen. Die guten Gemüsesuppen. Ich habe eh zu viel Holz tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es passiert, aber man hat zu viel Holz irgendwann. Wie ich anfangs rumgerödelt habe, oh, wir brauchen mehr Holz, wir brauchen mehr Holz. Und jetzt? Ah, dann nimm dir so viel du willst. Oh, das sieht cool aus. Ich glaube, man braucht wirklich mehrere Marktstände. Nicht so voll, oder? Ja. Die könnte ich eigentlich reinpacken. Oh, perfekt. Das kann ich schon fast laufen. Käse. Wow. Der ist ja echt ein bisschen giftig.
Wie spät haben wir es? 21 Uhr, das heißt, hier wird auch keiner irgendwie Probleme machen. Okay, machen wir noch ein paar davon. Jetzt wird ordentlich das Gewicht runtergehen. Fleisch brauche ich nicht. Das heißt, ich kann da wieder sehr viel Gemüse ansetzen. Ich trage einfach allgemein zu viel Zeug mit mir rum. Naja, das fliegt dann gleich alles erstmal wieder raus. Und die Technologie für alles kann ich eh gebrauchen. Wenn ich selber noch mit Fleisch mache, gebratenes Fleisch, könnte ich rein theoretisch... Könnte ich rein theoretisch auch mehr verkaufen. Der Käse hat doch bestimmt schon grüne Flecken überall. Ah, nein! Nein! Große Satteltasche. Ausgerüstet. Sterben einstellen. Viele Holzschalen. Das machen wir jetzt noch so. Dann hauen wir noch ein bisschen Güter ran und dann mache ich das wieder alles offscreen, so wie immer. Honeyscourt, ja, Käse kann bleiben, das Leder kommt raus. Oh, ich habe noch Steine. Ich habe noch Stöcke. Jetzt geht's einigermaßen. Okay, was? Die Bären können wieder weg. Warum nicht? Okay, fangen wir an mit Karotten. Machen wir mal 130 von allem. Zwiebeln fehlen noch und rote Beete. Nehmen wir halt nur die Kackzwiebeln hier. Wir werden schon die richtigen vertun. Ah, wir schaffen das. Bis um 10. Ey, stellt euch mal vor, ihr geht mitten in der Nacht raus und denkt, naja, ich muss mal Wasser abschlagen. Und dann seht ihr jemanden so ganz langsam davor laufen. Müsst ihr auch denken, der Typ hat's ja nicht mehr alle, oder? So, wie viel in Technologie haben wir denn? Lager, fehlt eigentlich noch viel? Nochmal Landwirtschaft. Das haben wir auf jeden Fall fast. Ich sag mal ein bisschen. Also haben wir alle freigeschalten. Gewinnung läuft eigentlich auch. Will ich nämlich jetzt noch alles hier rausnehmen und gucken, dass wir das dann offscreen herstellen.
Okay. Dann würde ich sagen, das war Let's Play mit Evil Dynasty für heute. Ich sage ciao mit Lichtlein TV. Ich werde jetzt das ganze Fleisch durchbraten lassen. Dann werde ich noch nebenbei die ganzen Gemüsesuppen soweit herstellen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.